Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei Metro Exodus. Und wie ihr seht, wir sind immer noch bei der Aurora und chillen immer noch unsere Base. So, sollen wir uns nochmal hier hinhocken? Dann geht's eigentlich weiter. Sind wir bald mal irgendwann da? Das haben wir doch schon letztes Mal die ganze Zeit gemacht. Irgendwann muss doch mal weitergehen, oder? Ja, dann stehen wir mal wieder auf. Hier ist ja nichts Weltbewegendes. So. Mit euch kann ich auch nicht quatschen. Okay. Dann lass mich halt da nochmal vorbei. Was mit ihm hier? Aber bei dem anderen war ich doch auch schon bei unserem. Oh, kann ich hier nochmal rein? Oder beziehungsweise in unseren. Ah, okay. Was kann man hier machen? Okay. Tagebuch. Ach Gott, okay. Ist ja krass. Na gut. Was man nicht hier alles machen kann. Ach doch, das ist ja unser Zimmer. Cool. So. Tja, ich hätte auch gut abgeliefert, hätte ich die Chance gehabt. Die TH mit der neuen Munition hätte da Wunder bewirkt. Mhm. Ich bin aber sicher, ihr werdet das später noch ausprobieren. Mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall musst du dir um die Waffen keine Gedanken machen, Artyom. Bis zu unserem nächsten Halt sind sie wieder wie neu. Hahaha. Sehr schön, das freut mich. So. Okay, ist hier draußen noch jemand? Ich glaube Trest oder Kress. Ah, da ist er doch. Oder? Ja. Mit ihm können wir noch quatschen. Naja, Bruder, Anna hat uns sicher einen Schreck eingejagt. Aber keine Sorge, es sieht nach Tuberkulose aus. Aber Katja ist eine echte Krankenschwester. Sie wird sie ihm nur wieder auf die Beine bringen. Denke ich auch. Abgesehen davon haben wir endlich mal eine schöne Aussicht. Ein Fluss, ein Wald und sogar ein Wasserkraftwerk. Klingt interessant. Bislang habe ich noch keins repariert. Also keine Sorge, alles wird gut, Artyom. Schon bald werden wir in diesem Tal ein normales Leben führen. Wollt ihr eigentlich Kinder haben? Wird nämlich Zeit, Bruder. Moskau ist mit all der Strahlung nicht der richtige Ort dafür. Aber das Tal ist perfekt. Stepan und Katja würden eurem Beispiel bestimmt folgen. Sie sind ja jetzt verheiratet. Ja. Wir müssen noch die Kolonie bevölkern. Sie soll richtig schön werden. Wir haben fähige Leute und, noch wichtiger, kluge Leute. Das zieht bestimmt weitere an. Und wenn irgendein Arschloch beschließt, die Party zu stören, werden unsere Jungs das im Nu klären. Ja, denke ich auch. Wir müssen uns das Tal natürlich zuerst ansehen, hat der Oberst völlig recht. Aber du und Ayosha macht das schon, kein Problem. Ja. Dieser verfluchte Berg. Ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl. Hab sogar dem Oberst davon erzählt. Aber er war so begierig darauf, den Minister zu treffen, dass es ihm egal war. Gar nicht seine Art, hä? Aber solche Dinge sind zu erwarten. Jeder hat eine Schnur, die ihn alles andere vergessen lässt, wenn man daran zieht. Mhm. Da mir zum Beispiel hat sich selbst für Che gehalten, wie es ihm jetzt wohl geht. Ich nehme an, es geht ihm gut. Kämpft mit dieser Giul bestimmt für das Gute. Andererseits, stell dir vor, wir kämen zurück und finden ihn auf dem Platz des Barons wieder. Nur ein Scherz. Amir ist ein guter Junge. Er würde niemals so vom rechten Weg abkommen. Naja, ich denke, ich mache deine Trophäe hier fertig und bereite dann die Motordraisine für deinen Aufklärungseinsatz mit Ayosha vor. Ja, mach das mal. Da wir gerade von ihm sprechen, ich glaube, er wollte unbedingt mit dir gehen, weil er auch so ein Gefühl hatte. Sein übliches aber. Pass auf den Lustbolch auf, bevor er...
irgendwo in der Klemme steckt, ja? Okay. Aber das muss ich dir lassen, Bruder. Diese Schönheit mitzubringen war ein Geniestreich. Ich habe das Gefühl, dass sie uns sehr nützen wird. Vergiss nicht, meine Motordraisine würde ich für nichts auf der Welt hergeben. Aber dieses Baby hier ist einfach fantastisch. Egal wie der Wagen aussieht, sein Motor ist sauber eingestellt und gewartet worden. Fahrgestell und Federn sind verstärkt. Sogar die Bremsen sind völlig in Ordnung. Da war ein sehr fähiger Mechaniker mit Leidenschaft am Werk. Das gefällt mir. Wirklich, dieses Ding erinnert mich an mein altes Baby, mit dem ich damals von Kadui weggefahren bin. Gut, gut. Ein schwerer Laster aus dem anderen Krieg. Hatte schon seit mindestens 40 Jahren auf dem Schrottplatz vor sich hingerostet. Lief mit Brennholz, genau wie die Aurora. Natürlich mehr Erinnerung als Laster. Die Kabine war völlig hinüber, Sperrholz hält sich nicht so gut. Die Ladefläche fehlte komplett. Aber der Motor und das Getriebe und der Dieselgenerator waren noch dran. Das Fahrgestell war ganz okay. Ja, das war ein Stück Arbeit. Ein Monat ohne Pause, aber letzten Endes fuhr das Ding. Dann setzte ich auf das Fahrgestell ein Chassis von genau solch einem Minibus, wie du hier hast. Mhm. Gut. Mit diesem Frankbus kam ich bis Astrachan. Und das Ding hatte von Haus aus lediglich 30 PS. Oje. Eine schreckliche Plackerei. Man musste nicht nur Feuerholz hacken, sondern die Stücke auch noch schön gleichmäßig machen. Sonst lief's nicht gut. Dazu braucht man viel Erfahrung, wie beim Heizen einer Sauna. Ich verbrachte also einen halben Tag mit den Vorbereitungen und fuhr nur ein paar Stunden. Tja. Ich verliebte mich in das Ding. Kein Wunder nach all den Anstrengungen. Trotzdem musste ich es dem Mistkerl in Astrachan überlassen. Sonst hätten sie mich dort direkt umgebracht. Was für ein Glück. Tja. So war das damals. Ja, so war das. Was diese Schönheit hier betrifft, ich werde mich gut um sie kümmern, um der alten Zeiten willen. Sie wird jede Show gewinnen, die wir besuchen. Ist das nicht eine Schönheit? Wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Ja. Perfekt. Gut. Chris. So ist das, Bruder. So ist das. Ist das. Jo, gut. Fertig jetzt. Okay. Sehr schön. Neue Notiz. Gut. Okay, jetzt haben wir mit denen auch noch gequatscht. Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht, nee. So, okay. Wie geht's mal hier weiter? Mit denen können wir auch noch nichts anstellen. Wie kann man jetzt, was müssen wir jetzt machen, dass wir jetzt endlich mal da ankommen, wo wir ankommen wollen? Hallo? So. Gucken wir doch mal. Da ist nichts. Wir haben doch schon mit jedem erdenklichen Typ gequatscht. Ah, hier können wir mal eine rauchen. Cool. Reicht ja mal wieder. So. Gut. Dann
Okay. Geht's hier jetzt weiter oder was? Ah ja, tatsächlich. Ach, das war der ganze Clou. Na toll. Na toll. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Sehr schön. Ich hab's gewusst, naja. Das ist, dass wir nur auf die, Karte gucken müssen, Mensch. Hat ja aber auch keiner was gesagt. Egal. Nicht so schlimm. So haben wir ein bisschen noch quatschen können mit den Vereinzelten. Ist ja auch nicht verkehrt. War jetzt vielleicht jetzt nicht so riesig interessant, aber mehr culpa. So. Okay. Die Tiger, da sind wir mal echt gespannt. Wie das aussieht. Im Tal. So. Na? Hast du es gleich geladen? Ja? 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 Ist es gleich soweit? Na? Ach ja. Komm schon. Hallo. Hallo. Die nachfolgenden Let's Plays verschieben sich um circa eine Stunde oder zwei oder drei. Wegen den Ladezeiten von Metro Exodus. Tut mir leid. Können Sie ja auch natürlich rausschneiden, aber ich will ja mal euch zeigen, mit was ihr da zu tun habt. Wenn ihr mal selber das Spiel habt oder, ja, oder überlegt es euch zu holen. So. Oh. Das ist ja mal nicht schlecht. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm! Die Aufklärung! Hört ihr mich? Ende! Aurora hier! Ich höre euch laut und deutlich! Ende! Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke! Ende! Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Das freut mich zu hören. Weitermachen. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Was war das jetzt? Oh nein. Oh Gott. Na toll. Das war's mit unserer Motordraisine. Fuck. Ach du Scheiße. Was war denn das? Hab nur ein Mordsgeräusch gehört. Also wie so ein Brüllen. Oh mein Gott. Hier war gar nicht gut. Oh, krass. Atjom. Wer sind das? Hallo? Ach du Scheiße.
Alles nur eine Maske. Gut. Okay. Bin beruhigt. So. Kind des Waldes. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Was? Hä? Was ist denn hier los? Die war aber kurz angebunden. Hey. Oh Mann. Alter Schwede. Okay, wir gehen mal hier weiter. Hallo? Ach, guck mal da. Eine Armbrust. Ist doch auch schön. Geil. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Nee. Was war das? Ach Gott. Alter. Hey, hier ist ein Poster. Da war ein Poster eben. Oh ja, guck mal da. 88. So sieht's auch aus. So. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Hallo? Hallo? Okay. Ui. Kann ich nicht lesen, aber okay. Oh Mann. Ach du Scheiße. Okay. Krasse Scheiße, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Guck mal, hier ist doch wieder was. Alter. Okay. Curiosity. So, gucken wir mal weiter. Hallo? Okay. Dann gehen wir hier weiter lang. Hier mal. Ja, ich würde schon sagen. Oh mal, hier ist doch. Danke, Bruder. Binde mich jetzt einfach los. Oh Mann. Was ist denn hier los? So. Die Kerle haben mich so eng gefesselt, dass ich meine Arme nicht mehr spüre. Okay, ja, wir machen dich gleich los. So. Okay. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs.
Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Okay. Sag mal, von welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager? Naja, auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Was diese Mistkerle betrifft, wenn du durch ihr Territorium willst, musst du dich wie ein Gespenst bewegen. Du siehst allerdings aus, als könntest du sie komplett alleine erledigen. Wenn du also welche von diesen Miststücken siehst, dann mach sie kalt. Wenn sie unsere Jungs an Pfählen aufhängen, haben sie es nicht anders verdient. Okay. Gut. Na, viel Glück, Mann. Du wirst es brauchen. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir beenden auch hier die Episode und werden dann Scheiße. Beim nächsten Mal weitergehen. Das war echt beschissen. Puh, bin mal gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.